Falls ihr Bock habt auf Coins oder günstige PSN-Karten, checkt doch gerne mal den ersten Link in der Beschreibung ab. Würdet mich dadurch unterstützen, ist keine Pflicht, aber gebt einfach Dogma für 3% ein und dann wird es sich definitiv lohnen für euch. Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Heute etwas ganz Besonderes für euch, denn ich denke mal, viele haben es mitbekommen, viele haben es auch gesehen auf FIFA Goals United oder sogar bei Mad HD. Holy shit, sogar da ist es gelandet. Ich bin in dem Besitz von CR7 97er Untradable Monthly Rewards Karte. Und ich hatte übertrieben Bock, einen Squad-Builder zu machen. Erstmal hier meine Bank, damit ihr, naja, wissen könnt, dass es wirklich auch mein Account ist, weil der ist absolut einzigartig mit dem Hazard, der seine 631 Games hat. Mit Kane, Buffon, Dybala, Willian, Dele Alli, Benatia war noch in dem Pack. Junuzovic habe ich auch reingepackt, weil ihn ja viele sehr gehypt haben und auch eine wirklich schicke Karte ist. Warum nicht einfach auch mit auf die Bank packen? Und jawohl, ich sag mal so, also Real FIFA hat ihn auch gezogen, deswegen war ich leicht verwundert, dass ich es auf Platz 1 bei FGU geschafft habe. Falls ihr noch nicht gesehen habt, FIFA Goals United werdet ihr, denke ich mal, kennen. Bei Mad HD war ich auch noch dabei. Ihr merkt, ich kann es selbst immer noch nicht glauben. Aber, ja, heute dreht es sich natürlich nur um eine einzige Karte und es ist der 97er Cristiano fucking Ronaldo, ey. Diese Karte, meine Freunde, diese Karte ist so verdammt OP. Ich komme immer noch nicht aus dem Grinsen raus. Es ist der erste Ronaldo, den ich gepackt habe. Ich habe 2013, also FIFA 13, habe ich den Lionel Messi in Normal gezogen. Ja, und das ist jetzt mein erster Ronaldo. 97er Ronaldo, 53 Spiele, 71 Tore, 15 Vorlagen. Ich glaube, das spricht sowas von Bände, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Und hier, bevor ihr irgendwie meint, ich flunker oder sowas, ich drehe mal eben noch einen Bildschirm. Ihr seht ja, nehme ich das gerade auf. Und da ist er, hier, der 97er Ronaldo. Hier, rechts, links. Leute, glaub mir einfach, das ist 100% legit. Absolut heftige Karte. Ich spiele die in dem Team immer im Sturm. Also ihr werdet gleich sehen, dass ich da eigentlich nur einen Stürmer habe für chemietechnische Gründe. Hazard wechsle ich dann nämlich meistens ein und pack CR7 vorne in den Sturm, weil da gehört er definitiv hin mit seiner Kopfballstärke, mit seinem Tempo, mit seiner, mit seinen 96 Schuss. Also definitiv Zucker. Aber ich würde sagen, wir fangen doch einfach erstmal an. Ihr werdet merken, ich habe nicht unbedingt so viele Coins, weil, naja, ich habe halt hier 450k für Hazard ausgegeben. Für Harry Kane habe ich auch so, weiß ich gar nicht, auch so 200-300k ausgegeben ungefähr. Für Buffon 100, für Dybala auch so 300-400k. Dele Alli, glaube ich, 100, ein bisschen mehr. Willian auch so ungefähr. Ich hätte mir ein besseres Team leisten können, definitiv. Aber ich bereue es nicht, dass ich diese einzigartigen Spieler in meinem Club habe. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal hinten mit der Defensive an. Ich muss sagen, ich habe wirklich mittlerweile bis auf Neuer alle Torhüter gut ausprobieren dürfen. Aber es ist keiner so gut wie Jan Oblak. De Gea finde ich absolut scheiße. Der baut bei mir so viel Mist phasenweise. Hugo Lloris, Müll. Team of the Group Stage Fährmann. Okay, das ist eine der besten Karten, die ich bisher hatte, neben Oblak. Aber weil Fährmann in dieses Team nicht passt und Oblak einfach eine Maschine ist, auch wenn er nicht so aussieht mit seinen nur 83 Hechten, nur 82 Reflexen. Das ist underrated, der Keeper, der Typ. Der ist so heftig. Aber ich würde sagen, wir machen mal auf der Rechtsverteidigerposition weiter und da haben wir, ich könnte Carvajal nehmen, aber ich denke mal, es ist klar, warum ich Demarcus nehme. Vidal hätte ich auch nehmen können, weil er noch ein Tickchen schneller ist als Demarcus, aber passschwächer, physisch stärker, defensiv schwächer und Demarcus ist einfach ein Biest, gehört auf unsere Rechtsverteidigerposition und weiter mit einem neuen Innenverteidiger, in den ich mich leicht verguckt habe, und zwar Pepe. Ich hätte ja nicht gedacht, also ich habe ihn öfters mal probiert, aber der ist so OP jetzt bei mir in letzter Zeit gewesen. Das ist nicht mehr normal gewesen und mit Varane würde ich schon mal behaupten, diese Defensive ist schon mal krass. Ich könnte Sergio Ramos hinpacken, wenn in den Rewards jetzt am Donnerstag was drin ist. Ich habe ungefähr 100k mit den 50k, die ich bekomme für die Platzierung, die ich geschafft habe in Foot Champions. Wenn ich was Gutes in den Packs ziehen sollte, könnte ich mir Ramos für Varane leisten. Wäre noch eine
Option, an die ich definitiv denken kann. Aber ich würde sagen, wir machen weiter. Linksverteidiger Jordi Alba, brauche ich nicht zu sagen. Einer der besten Linksverteidiger in dem Spiel. Ja, jetzt wird es interessant. Ronaldo braucht natürlich noch einen guten Link, weil vorne habe ich einen aus der anderen Liga. Deswegen habe ich den besten genommen von Real Madrid. Luka fucking Modric. Auch zu heftig, diese Karte. Es ist nur die normale Karte. Es gibt ja noch SBC, den ich mir nicht leisten konnte. Ab und auf gar keinen Fall. Team of the Year gibt es auch noch. Aber bis ich mir eine heftige Karte leisten kann, die nächste, die ich mir leisten könnte, um das Team zu verbessern, wäre Ramos, der glaube ich 160k kostet oder sowas. Also mit der nächsten Weekly könnte ich mir den holen. In Form Oblak, Man of the Match Oblak, habe ich nicht so die Motivation, mir den zu holen. Jordi Alba brauche ich auch nicht, den in Form. Also das Team ist auf alle Fälle so, wie es ist, jetzt schon heftig. Jetzt wechseln wir in eine andere Liga, in die Bundesliga. Und zwar erstmal Renato Sanchez in der Mitte und rechts, auch in dem Pack gewesen mit CR7. Thiago 89 rated. Renato Sanchez, ich denke, jeder weiß es, die Karte ist krass OP, also ja, mit Nainggolan kann er locker mithalten, allgemein, das ist der perfekte Mittelfeldspieler, Allround-Stats überall, 84 Physis, der ist auch, glaube ich, ja, okay, 1,80 unter 1,80, ist aber so ein Biest in dem Mittelfeld und ich hätte es nicht gedacht, aber die Kombi aus dem Mittelfeld, Modric, Sanchez und Thiago, gefällt mir so gut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Karte auch. Hätte ich nie gedacht. Ich habe mir schon gedacht, okay, 88 Schuss, wahrscheinlich auf 10 oder sowas wird er besser hinpassen. Aber diese Karte ist auch so OP. Hätte ich niemals im Leben. Ich habe natürlich einmalig die Karte bekommen, weswegen ich sie ausprobieren konnte. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir den mal irgendwann zu holen. Aber diese Karte ist es sowas von wert, geholt zu werden. Absolute Beast-Karte. Dann noch die 5 Sterne Skills, wie ihr gerade gesehen habt. Absolut geile Karte. Und vorne, ja, vorne brauche ich natürlich einen Bundesliga-Link. Wer passt da besser als ein Robben? Leute, gibt keinen besseren als einen Robben, der da hinpasst. Ist ein bisschen langsam mit seinen nur 86 Tempo. Erfüllt aber relativ gut seinen Job. 16 Torbeteiligungen und 21 Games. Solide, dafür, dass, naja, CR7 noch im selben Team mit ihm ist. Und vorne brauche ich dann eigentlich nur irgendeinen Spieler, den ich auswechseln kann. Deswegen habe ich von Bayern München nicht Goldspieler, muss ich eben mal kurz ändern. Nein, ich habe den Bronzespieler Benko von Bayern. Ist einfach nur da, um ihn auswechseln zu lassen und einfach für nötige Chemie. Hätte einen von Real Madrid hinpacken können oder von Bayern München, wie ihr jetzt sehen könnt, damit er mit die Karte auch noch volle Chemie bekommt, auch wenn ich sie auswechsel. Aber Stürmer gibt es halt, glaube ich, bei Real nur Benzema. Ich brauche da einfach keinen Torwart. Ich brauche irgendeinen Schwachen, den ich auswechseln kann. Denn im Spiel sieht das dann so aus, dass ich Ronaldo in den Sturm stelle, Benko dann rausnehme, Hazard Linksflügel stelle und dann Hazard rechts spielen lasse, Robben links. So sieht das in-game bei mir aus. Ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Diese Karte, ich bin gesegnet worden. Das ist, ich übertreibe vielleicht in allen Maßen, aber ich bin nun mal ein FIFA-Vollblutzocker. Und ich kann behaupten, dass ich eine der seltensten Karten im Game in meinem Club habe. 97er fucking CR7. Wie gesagt, ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist absolut unfassbar, aber ich habe die Karte. Bin auch jetzt, Donnerstag werdet ihr das sehen, leicht enttäuscht mit meiner Platzierung. Ich werde euch aber gleich erklären, wieso, weshalb, warum. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal so taktische Einstellungen, womit ich spiele, womit das Team für mich einfach am besten ist. Weil ich habe ein bisschen gebraucht, ich habe die Weekend League gebraucht und Seasons habe ich auch zwei Saisons durchgeballert, um herauszufinden, was denn das Richtige ist. Und zwar Spieleranweisungen, natürlich Außenverteidiger hinten bleiben. Das ist klar. Energisches Abfangen habe ich jetzt abgestellt. Brauche ich nicht. Also die sind auch mit normalem Abfangen absolut gut, die Leute. Mein komplettes Mittelfeld bleibt hinten. Wir arbeiten aber trotzdem wunderbar mit, weil alle drei Mittelfeldspieler, was ich persönlich wichtig finde, haben absolut geile Ausdauer. Sanchez sowieso, Modric, Thiago sowieso und vorne habe ich immer eigentlich 4-3-3 gespielt. Jetzt 4-3-2-1, ein bisschen offensiver. Und um das Ganze auch offensiv zu gestalten, Abwehr überlaufen, Abwehrkette unter Druck setzen, habe ich bei jedem hier auch noch, bei Robben, bei Ronaldo sowieso.
Leute, glaub mir, diese Einstellungen machen das Team so OP. Ich bin nun mal defensiv, muss ich sagen, oder finde ich persönlich, bin ich eigentlich gut eingestellt. Aber offensiv, volle Power, volle Möhre vorne drauf. Wenn ich den Ball erober, zum Beispiel im Mittelfeld, sind alle drei vorne. Und meistens sind die Außenverteidiger so weit vorgerückt, weil ich denke mal, wenige spielen oder viele vergessen immer die Einstellung zu machen, weswegen die Außenverteidiger immer mit hochziehen. Balleroberung im Mittelfeld, 3 gegen 2. Jedes Mal habe ich Robben, Ronaldo und Hazard gegen nur 2 Innenverteidiger. So oft, so viele Tore dadurch schon geschossen, weil diese Offensive vorne einfach steht wie eine Bank. Wenn sie den Ball bekommen, dann geht es nach vorne mit hier 95 Tempo, dann haben wir hier 91 Tempo, 86, okay, fällt ein bisschen ab. Aber alle Hunter-Karte, die Leute gehen ab wie ein Zäpfchen. Und ja. Was ich auch noch geändert habe bei den individuellen Taktiken, was mir erst nach der Weekend League aufgefallen ist, ist, dass ich die auf normal hatte. Ich, Genie, habe nämlich ein neues Team gemacht mit CR7, deswegen hatte ich die auf normal. Läuft auf alle Fälle und ja, um das Team, wie gesagt, schön offensiv zu gestalten, habe ich volle Geschwindigkeit. Ich glaube, 90er Geschwindigkeit. Passspiel habe ich, glaube ich, so 65 eingestellt, also relativ lange Bälle, die kriege ich eigentlich auch ganz gut hin. Schussverhalten habe ich 75, meine ich, Flanken so 65, weil, naja, ich habe halt mit CR7 vorne einen der kopfballstärksten Spieler, ich glaube, so ungefähr ist es eingestellt. Chancenverarbeitung habe ich auch auf geordnet gelassen, weil ich finde es scheiße, wenn Ronaldo auf außen rausläuft, weil er in der Mitte eindeutig besser postiert ist. Und Verteidigungslinie, Abschirm, Abseitsfalle, absolut scheiße. Ich glaube, Druck habe ich auch auf 55, muss ich gleich mal nachgucken. So sieht das Ganze dann aus, glaube auf 55 habe ich hier noch gestellt. Ja, das sind für mich die absolut perfekten Einstellungen. Ich habe ein schussstarkes Team, ich habe ein Team, was absolut genial im Umschaltspiel ist mit den drei Pace-Noten vorne. Ja. Ich brauche dazu nichts mehr zu sagen, als dass mit dem Team muss ich jetzt eigentlich in jeder Weekend League, außer der jetzt, muss ich ab jetzt mindestens Elite 3 schaffen. Eigentlich in jeder. Ich kann mir keine Fehler mehr erlauben, weil, naja, ich muss es mir selbst und auch anderen beweisen. Ich habe jetzt eine der besten Karten in FIFA, also muss ich auch liefern, Info Champions. Falls euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen, falls ihr neu seid und falls euch gefallen hat, dieses Video, ne, ihr könnt es auch ruhig gerne mal teilen. MadHD hat es schon getan mit seinem Video FGO, wie gesagt, absolut Traumgate war, weil MadHD gucke ich schon seit Tag 1 und dann in einem seiner Videos zu sein, dann noch verlinkt zu werden. Absolut krass. Wie gesagt, ich kann das Wochenende immer noch nicht ganz glauben. Aber das soll es jetzt, wie gesagt, gewesen sein. Und Donnerstag gibt es dann die Rewards für euch mit meinen Foot Champions Packs. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein.